Frauen fragen mich jeden Tag, was wir denn tun können, damit wir gut durch die Wechseljahre kommen. Was mich am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass Frauen glauben, es gibt da so ein paar Wechseljahre und dann muss man da irgendwie durchkommen. Am besten macht man irgendwas mit Östrogen und Progesteron, schmiert sich was oder nimmt was ein und dann ist alles gut. Letzte Woche sagte mir in einem Live-Event eine Frau, ich hatte ein paar Monate Hitzewallungen und dann war alles vorbei und seitdem ist alles wieder gut. Das ist der Punkt, an dem ich am liebsten schreien möchte. Denn das größte Missverständnis in der Geschichte der Frau ist, die Wechseljahre werden irgendwas, wo wir etwas wechseln und dann kommen wir in die Menopause, wo wir offensichtlich von irgendwas eine Pause machen. Beides ist völliger Schwachsinn. Warum? Sag mir, was wechselst du? Dein Geschlecht, dein Körper? Wechselst du die Intelligenz gegen Dummheit? Was genau wechselt man in den Wechseljahren? Und genauso ist es mit der Menopause. Was macht da eine Pause? Das Wort Pause induziert doch schon von sich aus, dass es danach weitergeht. Wie wenn du sagst, ich mache jetzt mal Pause. Dann weiß zum Beispiel dein Kollege, dass du sicherlich bald zurückkommst. Aber da macht nichts Pause. Und genau damit fängt schon unser Problem an. Man erzählt uns Dinge über unser Leben, die einfach nicht stimmen. Und wozu führt das? Nun, Frauen leben zwar statistisch länger, es sind glaube ich 7 Jahre, die Frau statistisch länger lebt als der Mann. Aber wir fangen viel früher an, krank zu werden und wir hören viel später auf, krank zu sein. Der Grund dafür ist einfach, dass Frauen viel schneller, viel öfter, viel früher zum Arzt gehen als Männer und deswegen auch viel länger behandelt werden an Krankheiten, an denen Männer längst gestorben sind. Findest du es erstrebenswert, Märchen über deine Wechseljahre zu hören, um dann mit 55, 60, aller spätestens 65 an 4 bis 8 Medikamenten zu hängen und chronisch krank zu sein? Ich erlebe gerade die Eltern meines Partners und wie alt er aussehen kann und dieses Alter möchte ich nicht geschenkt haben. Die sind ein Arzthaushalt und das zeigt ganz nebenbei, dass noch nicht mal ein Arzt sich selber besser helfen kann. Genau darum möchte ich dich aufwecken. Ich möchte dich animieren. Ich möchte dich motivieren. Mach die Augen auf. Mach die Ohren auf. Interessiere dich jetzt ab deinem 40. Geburtstag für die Wechseljahre, was sie wirklich sind. Ich möchte, dass du dich dafür interessierst, weil es dich die nächsten 50 Jahre beeinflussen wird. Es ist ein immenser Unterschied, ob du mit 55 voller Lust und Freude mit deinem Partner Spaß hast und die Karriere hast, die dich befriedigt und jederzeit die Freizeit machst, die du gerne haben möchtest, oder ob du, wie ganz, ganz viele Frauen, aus dem letzten Loch pfeifst, auf nichts mehr Bock hast, am allerwenigsten auf Liebe, Lust, Schönheit und Freude. Ich möchte dir zeigen, wie wundervoll das Leben über 40 über 50 und über 60 ist, wenn du es verstehst. Und dazu gehört als allererstes, dass du dich verabschiedest von all den Märchen, die dir die ganzen Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Lifestyle-Coaches über die Wechseljahre erzählen. Du wechselst nicht, sondern dein Körper baut ab. Und das muss nicht sein, wenn du deinen Körper kennst. 99,5% der Frauen haben keine Ahnung von ihrem Körper. Sie lassen sich überhäufen mit Schlagworten wie, nehmen Sie Kalzium gegen Osteoporose. Wer so einen einfachen Satz umsetzt, hat nachher verkalkte Arterien und trotzdem die Osteoporose, weil Kalzium nicht die Lösung ist. Es erzählt uns aber zum Beispiel keiner was über Sarkopenie. Das hört sich schon gruselig an, oder? Und das ist gruselig, weil sich nämlich unser gesamtes Muskulaturkorsett verabschiedet. Frauen gebrechlich, schwach und pflegebedürftig werden. Und das ist nichts, was am 75. Geburtstag plötzlich passiert. Das ist etwas, was du mit 35, 40, 45 selbst in deinem Körper verursachst. Du. Und wenn du in deinen Wechseljahren Hormonschwankungen hast, die dir schlechte Stimmung geben, dich schlapp und müde machen, dir den Schlaf rauben, die Lust auf Sex nehmen, dann ist das nicht das böse Östrogen und das böse Progesteron. Nein, die zwei sind relativ unschuldig. Es ist ein Hormoncocktail in deinem gesamten Körper. Und ich möchte, dass du verstehst, dass dein Körper ein Wunderwerk der Biochemie ist.
Lange bevor irgendein Medikament helfen kann, haben wir seit Jahrtausenden durch unser persönliches Verhalten uns gesund oder krank gemacht. Ich habe vor kurzem einen spannenden Vortrag gehört von einem der größten Gesundheitscoaches der Welt. Er war jahrelang krank, chronisch krank, hatte Allergien, alles Mögliche, war lange in ärztlicher Behandlung und nichts hat ihm geholfen, auch nicht alle seine Medikamente. Und durch einen Zufall kam er an einen Naturstamm und hat die Entstehungsgeschichte des Menschen sich näher angeguckt, die Ernährungsweise, wie sie auf den Körper Einfluss hat. Und es führte ihn dazu, dass er in seinem Leben Veränderungen durchgeführt hat und in wenigen Wochen ging es ihm super gut. Er hat seinen Arzt besucht und ihn gefragt, sagen Sie mal, wie viel Zeit haben Sie während Ihres Medizinstudiums über Ernährung und Mikronährstoffe gelernt? Und der Arzt sagte, überhaupt nicht. Daraufhin hat er recherchiert, in 40 Ländern, ein einziges Land hat in seinem Medizinstudium Ernährung als Studienfach. Und das ist Albanien. Wenn diese Information jetzt langsam in deinem System absackt und du nochmal drüber nachdenkst, verstehst du jetzt, warum ich jeden Tag unermüdlich an diesem Thema arbeite und Frauen anspreche? Du allein bist die Schöpferin deines Körpers, deiner Energie, deiner Freude am Leben. Und keine Darmkur oder Detoxkur oder eine Stunde bei der Psychologin, wo du über Vergangenes sprichst, können nur im Entferntesten den gleichen Effekt haben, wie wenn du verstehst, wie dein eigener Körper funktioniert und was du persönlich jeden Tag falsch machst, ohne es zu wissen. Dann kannst du wie ich 54 sein und Spaß und Lebenslust genießen, ein Unternehmen aufbauen, 12 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten, wenn es sein muss und trotzdem voller Energie die Freuden des Lebens genießen. Wenn du also nur halb so viel in deinen Tagesablauf hast, kann das Leben wunderschön werden. Und ich möchte dich dazu motivieren, sag Tschüss auf Nimmerwiedersehen zu deinen Problemchen, Problemen, Beschwerden, Hormondysbalancen und gib deinem Körper endlich, was er braucht. Und wenn du wirklich wissen willst, was in deinem Körper steckt, lade ich dich ein, lerne in wenigen Wochen, was du die letzten 40, 50 Jahre nicht gewusst hast. Unter meinem Video findest du einen Link. Wenn du möchtest, kannst du dich jederzeit in ein Infogespräch bei mir und meinem Team eintragen. Du kannst gern erfahren, wie ein Traumleben über 40 aussehen kann, auch für dich, egal wie es dir heute geht. Wir erzählen dir gern aus erster Hand, wie Frauen mit Erschöpfung, Burnout, Angstzuständen, Schlaflosigkeit, rheumatischen Schmerzen und vielen anderen Beschwerden und Hormonproblemen aus meinem Programm jugendlich, frisch und glücklich herauskommen.